Das passiert mir das erste Mal, dass ich schon vor der Sendung eingeschlafen bin. Turn right and straight ahead. Okay, thanks.
Einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Nachmittag hier von der South Fork Ranch live. Es ist jetzt 20 nach 1 in Deutschland, 20 nach 8 abends und naja, da ist es halt 7 Stunden später, früher. Ich muss mal erklären, dass unser Satellit, der jetzt hier hinten im Garten steht, der geht direkt nach New York, also Satellit in den Himmel, nach New York wieder runter, von New York wieder hoch an einen Satelliten und wieder runter nach Köln, von da per Leitung nach Luxemburg, dann wieder in den Himmel und dann in die deutschen Haushalte. Ich muss sagen, wenn das klappt, ist das schon ein Wunderwerk der Technik. Danke mal an die Techniker, wenn alles klappt. Ja, und was habe ich hier? Na, ihr seid gut drauf, ja? Trotz der Zeitverschiebung, ja? 7 Stunden gewonnen, das kann auch zur Plage werden. Ja, das werdet ihr dann in einer Woche, wenn wir alle wieder zurückfliegen, merken, wenn wir uns 7 Stunden klauen dann. Nun habe ich hier eine Tüte, das ist nicht die Mülltüte von Miss Ellie, aber da ist auch ein gewisser Müll drin. Das sind so die Sachen, die hier so verkauft werden. Das hier ist zum Beispiel ein Stetson, den trägt man hier in Texas. Das ist die Teammütze, die haben wir die letzten Tage getragen, denn es hat gestern Nacht noch unheimlich gewittert hier. Und leider ist die South Fork Ranch stehen geblieben und wir müssen die Show durchziehen. Ja, dann haben wir noch diese neue Mütze, die jetzt in Deutschland sehr aktuell ist. Die hat mir Dieter Thomas Heck geliehen, die Blissmütze. Aber die lassen wir heute mal weg. Ich werde mal versuchen, soweit es nicht regnet, dann regnet mit einem Stetson, so wie es hier in Texas üblich ist. Sieht auch viel besser aus bei meinem Kopf. Ja, und das hier, das sind so Requisiten, die man hier kaufen kann. Ein Bierhumpen aus Plastik und noch ein Bierkühler. Das ist alles, wenn ich euch das mal so schenken darf, weil wir das mal haben hier, ja? Fangt mal auf, bitteschön. Ja, das ist ein Bierhumpen. Das ist ein Plastikkühler. Das kann man alles kaufen hier. Werden wir auch einen hinstellen. Da gibt es noch ein paar geschmacklose Tassen, Löffel. Wir trinken heute den Korn aus Tassen, ja? So, das ist so, was man hier so kriegt. Das kann man alles auf der South Fork Ranch hier kaufen, Schnapsgläsern, obwohl Trinken, Alkohol und Rauchen in Amerika am Tag verpönt ist und abends auch. So, das wäre es erstmal zur Einleitung. Das ist der Talktisch, sieht heute alles ein bisschen anders aus, denn wir haben viele Gäste, mehr Gäste als sonst bei Dallas. Wir haben Musik, aber wir haben erstmal zwei reizende Damen aus Germany, international bekannt. Sie kommen gleich durch Miss Ellies Balkon. Es sind die Kessler-Zwillinge. Hi. Hallo. Hi. Hi. How are you? Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Oder guten Tag. Guten Tag. Du bist Ellen? Yes. Habe ich richtig getippt? Ja, hat er richtig getippt. Denn ist sie Alice und das ist Ellen? Nee. Nein, das ist Ellen und das ist alles. Das ist alles. Ja, Mensch, es ist ja so toll. Ihr beiden seid doch international bekannt. Ihr habt eure Karriere ja nicht nur in Sachsen gemacht. Nee, da haben wir gar keine nicht gemacht. Antwortet ihr auch synchron, ja? Ja, meistens passiert, ja. Seid ihr eineiige Zwillinge? Ja. Ja, ihr müsst jetzt nicht den Beweis auf den Tisch legen. Nee, also das wäre auch etwas schwierig. Ist schwierig, ja. Ist schwierig. Ja. Ihr seid in Sachsen geboren. Wie hieß das Nest noch, wo ihr kommt? Nerschau. Das können wir gleich wieder vergessen. Ja, das kennt auch jeder. Nerschau an der Mulde bei Grimme. Aha. Nerschau an der Mulde bei Grimme. Ja, also sind aber in Leipzig aufgewachsen. Leipzig, ein und Leipzig aufgewachsen. Ja. Mhm. Mit 6 Jahren seid ihr schon wohin gekommen? In die Ballettschule. Also oder? Die eigentliche Schule habt ihr total übersprungen. Ihr habt nie, also ihr wart nie auf einer Schule? Doch, doch, waren wir auch. Aber mit 6 Jahren, na gut, da kommt man ja üblich in die Schule. Also, aber man kommt nicht üblicherweise in die Ballettschule. Also habe ich geantwortet, Ballettschule. Weil die Schule ist ja normal, da geht jeder mit 6 Jahren hin. Ne? Ja. Hat man euch als Kind immer schon gleich gekleidet? So? Ja, immer gleich gekleidet. Ja. Wir sind ja heute nicht mehr gleich gekleidet. Nur für die Show. Ja, nur für die Show. Nur für also die so Show. Ein bisschen. Das eine ja? ist echt, das andere ist ein Implantat, nicht? Ja, ja. ja. Ja, das ist ein Herzschrittmacher mit Brillant. Es laufen mir jetzt auf dem Kabel auch noch alte Filme von euch, 4 Mädels aus der Wachau. Da waren eure anderen beiden Schwestern. Gibt es die noch? Die gibt es, ah, ja. Ich dachte, dass ihr seid Vierlinge eigentlich. Und seid, also weil ihr so an vielen Stellen in der Welt aufgetreten seid, immer als die Doppelkesslers, hätte ja auch sein können, nicht? Dass ihr heute zum Beispiel gleichzeitig in einer Diskothek bei München auftretet heute Abend, die anderen beiden. Nee, die arbeiten nicht mehr. Also würde das nicht passieren. Aha. Ja. Erzählt ich muss mal das weiße Bier Prost. Probieren. Ja. Das ist... kein Korn, nicht? Ich habe mal gehört, wenn ihr zum Beispiel Alkohol trinkt abends, dass ihr dann unheimlich locker seid. Nun haben wir Mittags hier. Ja.
Wer hat das gesagt? Habe ich gelesen. Ja, ich weiß, wer es gesagt hat. Ach so, ja, die Uschi. Vom Schiff, von der Kreuzfahrt. Ich kenne einen, der lesen kann und der hat mir den Artikel vorgelesen. Ja. Und, ja. Dass sie abends auch so richtig mal die Sau rauslässt. Ja, ja, natürlich. Auch wenn wir die Leute besser kennen. Wir erzählen sehr gerne Witze. Ja. Und die sind nicht immer anständig, was man sich von uns nicht erwartet. Man glaubt immer, wir sind so damenhaft. Aber wir wollen lachen, wir wollen uns amüsieren und da macht man das halt. Ist doch schön, ne? Ihr habt eigentlich auch den richtigen... Wer hört nicht gern Witze? Den richtigen Nährboden bei mir, wenn ihr so ein Ding, aber das können wir nach der Show machen. Ja. Wir können ja bis Abend warten. Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was. Ihr wart als die Bluebell Girls. Das sind also eine Hundetruppe, die in Paris. Ja, die Bluebells. Da haben wir bellen gelernt. Ja. Ihr seid also dann von Düsseldorf. Und beißen auch. Vorsicht. Ja. Es ist nicht so, dass wir nur knabbern. Wir beißen auch. Pass auf. Ja. Ja. Das ist ja auch so, wenn ihr mal mit so einem... Also ich zum Beispiel, da brauchte ich gar nicht mal angesoffen sein. Wenn eine zum Beispiel dann im Bad verschwindet und die andere kommt raus, dann würde ich sagen, das war sie. Ja. Ja. Habt ihr solche Spielereien in eurem Leben schon öfter gemacht, Männer ausgetrickst? Nee, haben wir gar nicht gemacht. Eigentlich, das liegt uns nicht. Nee. Das machen gern männliche Zwillinge. Aber nur während unserer Filmzeit haben wir das manchmal gemacht. Wenn ein Regisseur behauptete, er könnte uns nie verwechseln, dann ist, wenn er mal die eine brauchte, doch die andere gegangen und er hat uns doch verwechselt. Ja. Ihr habt viel Kino gemacht, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und in Frankreich und in Paris auch und auch bei den Franzosen. Ja. Da haben wir einen der interessantesten. Ja? Frankreich, ja. Ja, das ist ja Paris. Nicht Frank Arm, sondern Frankreich. Frankreich. Kleiner Karlauer, erstmal die Leute auslachen lassen. Okay, nein, bitte, zu spät. Hören Sie uns überhaupt? Ihr müsst euch schon untereinander absprechen. Ja? Am besten die zwei, die da hinten klatschen wollten, setzen sich zu dem einen da, dann könnte man da einen Stimmungsherd bilden. Ja? Aber die Leute sind ja noch fertig auf der Bereifung. Die sind ja gestern Abend erst hier eingetrudelt. Ja. Mhm. Ja. Aber mir geht's gar nicht so schlecht. Wir sind vor zwei Tagen eingetrudelt und ich muss sagen, dieser Zeitunterschied ist mir gut bekommen. Ja? Mhm. Man hat ja auch 7 Stunden gewonnen, nicht? Der Tag ist nicht mehr 24 Stunden, sondern plus 7. Wie viel ist das? Ich kann im Moment nicht rechnen. 31. Ja. So alt sind wir auch ungefähr, nicht? Ja. Man kann alle sagen, so rund 200 Jahre sitzen hier am Tisch. Nein, Moment, nein, ihr müsst also mich mitrechnen. Nein. Ja. Man hat euch ja immer vorgehalten, dass ihr einfach nicht alt werdet. Ist das vorgehalten? Ja, das hat man euch in vielen Zeitungen schon damals vorgehalten. Wahrscheinlich würde man uns vorhalten, wir würden alt. Das umgekehrt wäre das wahrscheinlich viel schlimmer. Aber also ich sage, wie man es macht, macht man es nie allen recht. Also man hält uns vor, dass wir nicht alt werden und ich bin froh darüber. Ja, ich meine jetzt alt im Showgeschäft, wenn man fast so lange wie euch also im Showgeschäft sieht und immer noch so prima drauf und auch in der Bewegung und so. Ja. Ich möchte davon träumen und dann alles noch so synchron läuft das ab. Ja, muss ja, das ist ja unser Markenzeichen. Wir müssen noch ein bisschen was wissen, von der Karriere. Ja? Ihr seid in Düsseldorf, guckst du auf meine Uhr oder was ist das? Nee, ich gucke hier, was hier drauf steht, habe ich geguckt. Ja, das ist schon. Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das so sehr interessiert, unsere Karriere. Man hat das so oft gelesen, wir haben in Düsseldorf angefangen, sind dann nach Paris gegangen, von Paris dann 63 das erste Mal nach Amerika. Mit 63? Ja. Mit 63, nach Amerika, mit 108 nach Italien und jetzt im 200. Lebensjahr sind wir in Dallas auf der South Fork Ranch gelandet. Gefällt's euch hier? Toll. Ja. Benutzt ihr die übrigen Klöhe da hinten, wo die Massentouristen hingehen, oder habt ihr hier schon 180 Mark für Miss Ellis Klo abgedrückt, wenn man das... Ich weiß nicht, ich glaube, auf Miss Ellis Klo sind wir nicht. Ich glaube, wir sind irgendwo... Es gibt zwei Klos. Es gibt so viele, man weiß gar nicht, wo man hingeht. Es gibt das eine, wo keine Tür ist, wo nur eine Kordel ist und man auch noch besichtigt wird, da weiß ich gerade. Ja. Da muss man mich aber bezahlen, also geht da nicht hin. Das kommt drauf an, wer drauf sitzt. Da gehe ich auch mal schauen. Ja. Ihr könntet ja im Grunde den ganzen Tag drauf sitzen, wenn ihr euch mal abwechselt, nicht? Also ist ein bisschen schwierig. Jeder mal eine Pause. Ja, da sind wir auch schon wieder beim richtigen Thema. Nun, Düsseldorf entdeckt. Nun erzählt mal die internationalen Stationen, die dann kamen im Ausland. Ja, Paris? Alle Kontinente, aber nicht alle Länder. Man nannte euch die Pariser Zwillinge. Nee, Le Petit Jumel de Lido nannte man uns. Das heißt, die kleinen Zwillinge vom Lido. Ja, was denn nun? Die Zwillinge vom Lido, die kleinen Zwillinge vom Lido. Das ist so eine nette Form, was die Franzosen an sich haben, wenn sie jemanden mögen, die Kleinen zu sagen. Le Petit.
hat sie mir noch keiner gesagt, c'est le petit Charles. Nein, ja. Das kann ich mir denken. Ja. Ich war ja auch noch nie auf der Bühne in Paris. Was muss man da können, um da aufgenommen zu werden? Ach, man, muss groß sein, man muss eine gewisse Größe haben. Bin ich 1,91? Ja. Reicht das? Seid ihr doch auch. Ja, aber bist nicht blond? Bald, nicht aber bald. Weiblich? Aber das kann man ändern durch eine Operation in Casablanca. Kann man, ja. Aber da muss man gar nicht mehr nach Casablanca. Ich glaube, das kann man auch heute schon woanders machen. Ja? Ja. Ja. Mhm. Bei euch zu Hause? Nein, bei uns nicht. Nee. Also wir haben das nicht gemacht. Wir sind schon als Mädchen geboren. Jedem Dorf steht ja so ein Spritzenhäuschen. Ja. Ja. Von der Feuerwehr, wenn es nicht brennt. Ja. Okay, ja. Ich möchte noch ein bisschen was wissen von Las Vegas. Ja? Ja, Las Vegas waren wir zweimal. Einmal Las Vegas in Ruhe hieß die Show, nicht? Nein, das war eigentlich gar keine Show, weil wir sind nicht mit der Revue nach Las Vegas gegangen. Wir haben einmal mit Frank Sinatra gearbeitet. Und wer ist das? Frank Sinatra. Das ist so ein amerikanischer Italiener, der in Amerika geboren wurde. Und New York, Strangers in the Night. Genau. Der sich immer rumprügelt in Kneipen, der. Ja, der ist das. Habt ihr ihn persönlich kennengelernt? Ja, natürlich. Und? Zu uns war er immer sehr freundlich, weil wir sehr zurückhaltend waren. Wir haben ihn in Ruhe gelassen. Aber nicht irgendwie so näher gekommen? Nein, er war gerade frisch verheiratet mit der Mia Ferro. Also er war da sehr beschäftigt. Ja, ja. Hat er euch also in Ruhe gelassen? Wir hatten sie in Ruhe gelassen. Ja, wir ihn auch. Und das ist immer ein ganz gut. Das ist ein guter Tipp, wenn man Sinatra kennenlernt. Kopf kleiner, nicht? Er mag Nein, er. Halben Kopf. Halben Kopf, ja. Also wir sind mal mit ihm aufgetreten in einer Fernsehshow und da haben wir ihn in der Garderobe kurz kennengelernt, hatten flache Schuhe an und hatten die Haare ganz normal nach unten. Mhm. Und am Abend auf der Bühne hatten wir hohe Absätze und wir hatten die Haare hochgesteckt mit oben Locken drauf und da war ein halben Kopf kleiner. Und er hatte damals keine Haare und dann sagte er zu uns, Girls, hat er gesagt, you should have told me. Ihr könntet, wenn ihr mir das gesagt hättet, hätte ich meine Haare auch toupiert, die er gar nicht hatte. Ja, das war sehr witzig und sehr nett. Der hat also eine Mütze auf. Nee, er hatte so wie du, Glatze halt, ne? Oben nicht. Ja, genau. So sah er aus. Das heißt im Allgemeinen, dass diese Leute, die oben. Aber er hatte sehr schöne Haare. Ja, die stehen nur ein bisschen weit auseinander, aber sonst sind die sehr schön. Alles bist du, ne? Ja. Das habe ich wieder getippt. Wer ist denn nun die Richtige von euch beiden? Den Spruch kennt ihr auch, ne? Die Richtige? Ja. Die Richtige von was? Einer, Ellen, ist 28 Minuten jünger. Ja. Hat nachgeschoben, ist aber die Dominante. Ich bin die Dominante, ich bin später gekommen, ich habe ihr die Arbeit überlassen und jetzt habe ich sie dann übernommen. Ja, ich meine so ein bisschen auch in eurer Geschwisterlichkeit, diejenige, die sagt so, 8 Uhr aufstehen. Und so weiter. Das ist sie ist die treibende Kraft. Nicht? Ach, nicht wegen... Nicht, sie hat dich immer fertig gemacht. Nee, da geht es nicht, ums Aufstehen. Da geht es einfach um Organisieren, berufliches Organisieren. Also geschäftlich. Ich bin der Manager. Ja, ich bin mehr der Manager, sagen wir mal so. Ja. Ihr habt ein Lied extra umgetextet für heute. Ja? Denn... das Lied, ich weiß den Titel nicht, das singt also das ist eigentlich ein original amerikanisches Lied, das heißt To Lay This in the Shade of a Banana Tree und ist aus einer alten Musikalkomödie, aus einem Musical. Mr. Wonderful, glaube ich. Ihr habt heute extra eine Dallas-Version gemacht. Ja, extra für Dallas. Da möchte ich euch bitten, dass ihr in die Deko geht. Ich bedanke mich. Bitte. Schönen Dank. Alice und Alan Kessler. Es war uns ein Vergnügen. Ja. Und sie singen uns jetzt The Song. Das Lied, oh Gott, wo habe ich es denn? Zwei hübsche blonde Girls mitten in Dallas. Alice und Alan Kessler. Zwei blonde Girls, die saßen da auf nem Bullenfell mitten in Dallas. Der Karl staunte nicht schlecht und rief, sehe ich recht, wieso kann denn das sein? Zwei Girls völlig allein, zwei hübsche blonde Girls mitten in Dallas. Ja, nun frage ich sie, was wollen die da auf nem Bullenfell mitten in Dallas?
Nacht war klar, das Ölfeld voll Gefahr. Die Götz jedoch, die kennten sich, vergnügt ihr blondes Haar. So stand's, denken sie mal, groß mit Foto im Wochenjournal. Es klingt zwar sonderbar, und doch ist alles wahr. Was? Nein? Doch? Oh ja! Zwei hübsche blonde Girls mitten in Dallas. So stand's, denken sie mal, groß mit Foto im Wochenjournal. Verdammte Redaktion, nicht wahr, sie ahnen's schon. Was? Nein? Doch! Oh ja! Wir beide waren die Girls mitten in. Keiner findet uns, so vermuteten wir. Endlich mal allein und ein stilles Quartier. Doch vergebens, das beweist dieser Fall. Reporter finden einen eben überall. Was? Nein? Doch! Oh ja! Sie fanden uns sogar beim Flirten mit Jaya! Danke an Alice und Alan Kessler. Nun haben wir unseren ersten Talkgast, der auch lange Zeit in Amerika war. Er ist Schweizer. Ich hoffe, er spricht Deutsch. Wir kennen ihn aus der Sendung Verstehen Sie Paola, Verstehen Sie Spaß. Er macht öfter auf seiner Hangpiste, einen Hang zur Piste, auf der Riederalp den Spaß mit der versteckten Kamera. Ich begrüße, Sie kennen ihn alle, Art Furrer. Servus, Karl. Hallo, Art, was bringst du denn mit? Ist es so eine Art Furrer oder was ist das? Einen schönen roten Wein. Ich weiß ja, dass du ganz gerne einen Wein trinkst. Okay, trinken wir den. Dann kippen wir erstmal die Gläser von den Dreckensohn. Hier ist so schön und flach. Keine Rebsorte gibt's hier. Darum habe ich gedacht, ich bringe selber einen Wein mit, ein schönes Messer, ja. Schlückel roten. Und nachdem wir jetzt 40 Tage nicht mehr getrunken haben, glaube ich, ist an der Zeit, dass wir eins trinken. Du hast 40 Tage nicht getrunken. Du hast gesagt, du hast auch 40 Tage nicht getrunken. Ich habe auch 40 Tage nicht getrunken, aber ich habe so ein Säufer-Image. Die deutsche Presse hat jetzt mal wieder geschrieben, dass wir mal randvoll sind. Das ist ein alkoholfreies Bier. You can take it now, we drink the... Was ist das für ein roter? Das ist ein schöner Dol, der höchstwachsende in den Alpen aus Whisper-Terminen. Dole. Direkt importiert. Als Kind hatte ich meine Dole, die hat immer auf meiner Schulter gesessen. Ja. Probierst du den Wein oder probierst du? Das war sehr unruhig. Du hast ihn gestern in American Airlines so geschüttelt. Ja, das müsste eigentlich dann für den Wein nicht so gut sein. Ich schmecke es sehr gut, aber etwas unruhig. Ist etwas müpfig ist er. Steh doch mal auf. Ach, du stehst, jetzt leg doch mal hin. Ja, das macht mich ganz nervös. Bei dir ist es ja so, ich trage ja heute nur zur Show diese Mütze, Art. Aber bei dir ist es so, dass du die privat immer trägst. Das du hast nämlich auch so eine kleine Glatze, ja? Fast. Ja. Guck mal, wenn man die wegnimmt, erkennt dich keiner. So erkennt dich das alle. Das ist das Schöne. Wenn ich den Hut nicht trage, kennt mich niemand. Schlimmer ist, wenn man dir die Brille nimmt, ne? Dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Mhm. Mit der Brille sehe ich immerhin noch das, was ich will. Ja, was willst du denn eigentlich? Was ich will, nicht alles, möchte ich sehen. Du siehst es durch die rosarote Brille. Jetzt müssen wir mal erzählen, was du eigentlich alles gemacht hast. Du warst 13 Jahre in Amerika, dort hast du die Millionen abgegriffen, ja? Also das eine war schön damals, der Dollar war noch 4,30 Franken wert. 4,30 Franken, das ist etwa in Ostmark 1,20 Mark. Ja? Ja? Ich kam 1959 in die Staaten, flüchtete aus der Schweiz, weil man meine Art Skisport nicht so gern hatte und habe dann hier in Amerika das Trickskilaufen hochgejubelt, hochgemacht, inszeniert. Ja. Trickskifahren, so wie Karl ist ja auch ein sehr schöner Trickskifahrer, wenn Sie es sehen auf meiner Krawatte hier. Die Krawatten machen langsam Furore, die tragen wir alle. Dann hast du also das Geld in der Schweiz angelegt und hast dir ein Hotel gebaut, ja? Dein Jugendtraum erfüllt, weil du immer als Kind schlecht bedient worden bist. Ich habe dann tatsächlich mein Geld nach Hause genommen und bin jetzt in der Gastronomie tätig.
bin gerne es wieder mal nach Amerika gekommen. 17 Jahre lang war ich nicht mehr hier. Und als ich gestern hier in Dallas ankam, meinen weißen Stetson getragen habe, hat man gesagt, welcome back. Das hat mich gefreut. Wir haben einen kleinen Ausschnitt von deinem Schaffen. Und zwar, wie du damals hier, wo war das, in den Rocky Mountains oder wo? Ich bin also in Amerika praktisch in jedem Skigebiet gewesen. Also die Filmaufnahmen hier, die sind aus Jackson Hole, das ist dem Staat Wyoming. Ja, die kommen gleich. Und zwar hast du ein Wahnsinnssalto gemacht. Das war eigentlich eine sehr, wie sagt man, eine sehr gefährliche Sache, die du damals gemacht hast, nicht? Ja. Damals haben wir das noch mit normal langen Skien gemacht, so 2,10 Meter lange Skier. Heute machen wir das mit den kurzen Skien, so 1,10 Meter lange Skier. Und selbstverständlich war es damals ein bisschen gefährlicher. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Ne? Da bist du also einen Hang runtergesprungen und wieder auf den Beinen gelandet. Das war ein Riesensprung in Jackson Hole. Das war so 20 Meter in die Tiefe runter. Eigentlich hast du das doch schon gemacht, bevor der Buchner das denn also noch zur Vollendung und auch mit dem Film Feuer und Eis so ein bisschen, wie sagt man, noch präziser Buchner, gemacht hat. Buchner kam dann wesentlich später mit der Filmerei. Ich habe diese Aufnahmen gemacht hier in Amerika mit amerikanischen Produzenten, etwa 10 Jahre bevor Buchner die ersten Filme brachte. Jetzt bist du auf der Riederalp? Jetzt bin ich auf der Riederalp oben, ganz nahe beim Herrgott, 2000 Meter über dem Meer. Ja, sprichst du täglich mit ihm? Selbstverständlich, ja. Oder? Trinkt er denn auch eine Dohle mit oder so? Wein und Herrgott, das hat ja auch was zu tun. Ja? Kurz vor Ostern kann man ja über das mal sprechen. Okay. Wenn der Osterhas Durchfall hat, gibt es Rührei in der Stadt. Ja. Ja. Das war ein schöner Osterspruch. Ja. Du bleibst da noch ein bisschen hier. Wir haben dich noch als Translator, also als Dolmetscher. Ich komme gerne zurück. Du bleibst hier. Ich bleib hier sitzen. Denn wir haben jetzt einen absoluten Star hier in Amerika. Er ist in Deutschland bekannt geworden. Wieder durch Truckstop. Ich möchte so gern Dave Dudley hören. Wir haben ihn live auf der Southwark Ranch. Dave Dudley, direkt im Truck. Come on, Dave. Got her. Das ist er. To Moscow and around. Like I said. Hello. Hello, Dave. Hello. Good. This is good for me. That's your place. Das ist Dave Dudley. Wir hatten ihn, glaube ich, schon mal auf der Buga. Weißt du noch? Bei der Buga in Düsseldorf. Warst du schon mal 3.5 years ago? Richtig. Er ist öfter in Deutschland. Er ist öfter in Germany. You know. Wir haben einige Fragen. Und da du ja nur ein bisschen Deutsch sprichst, haben wir dir die Antworten schon auf Tafeln geschrieben. In Deutsch. Und da frage ich dich jetzt einmal einfach, lieber Dave Dudley, dort ist die Tafel gleich. Jawohl. Wie geht es dir so? Ich bin spitz. Moment mal. Du bist doch hier aus Nashville, Tennessee und bist also gestern nach Dallas gekommen und was hattest du da so vor? Ich bin spitz. Ja, spitz ist ein Hund, das ist der Hound. Ja, du hast einen Hound-Tag. Nee, es ist so schön. Und jetzt am Tisch, was hast du so für Gefühle? Ah, so, ich bin spitz. Ja. Change die Tafel, das ist ja entsetzlich. Was bedrückt dich denn so, lieber Dave? Ich muss mal Pipi. Ja, okay. Kannst du das auch hier so, oder? Du weißt gar nicht, you don't know what you say now, in this moment? Yes. You know. Sorry. Ja. Und warst du schon mal so in anderen Shows so? Ich war schon in besseren Talkshow. Ja. Oh. Nimm mal die ganzen Tafeln weg, die hat einer geändert, ja. Hello, Dave. In what month you come back to Germany?
This one. April, I start April 27, 28, and into May and part of June. It's good to see you again, too. Yes. It's my kleiner Bruder. Yeah. Nice guy. That's my... Oh, you drink sorry. Beer? Okay. You're a drunken trucker, sailor. You drove a truck before you sing. Yes, of course. Yeah. Er hat einen Truck gefahren, bevor er anfing zu singen. Yeah. And then you sing and don't drive a truck. That's right. Yes. Yeah. I started singing and quit the truck driving. Mm. Yeah. Yes. You switched it. Yeah, I switched over. Yeah. Instead of driving truck, I decided to... Was hat er gesagt? Er hat's einfach gewechselt. Ja. Vom Trinken du musst Trinken. Den Zuschauern noch erzählen, was er uns erzählt hier für Nonsens. Ja? It's okay to drink this? Okay, Prost, cheerio. Prost. Prost. Cheers. Cheers. Er ist fast 63, aber der säuft uns alle noch unter den Tisch. Ja? You know what I said? Oh, das ist Deutscher. Ja, Deutsch. Das ist Deutsch. Wunderbar. When I am drink red wine, I am very aggressive. Well, be quiet! I'm the same. I'm the same with beer. Oh, okay. Yeah, yeah. Tell a little. Tell is a famous man in Tell, you know, in Switzerland. Yes, I know. A little Tell, you know? He shot the apple from his beard. You know? You get the combination. Do you want to tell me a little from the little Tell? From the hotel? No. Sag mal, zu Komiker bin ich alleine. I'm myself. Our national hero is a Tell, you know. Nashville. Yeah, I know, yeah. Nashville, is it the town you furnished all wives? Yes, yes, of course. You have also nothing burnt and was anbrennen lassen in your life? Are you married? Yes. Yes, of course. Yes. Your wife cannot see our TV show. No, that's too bad. I wish she could, though. You know, she's in Tennessee, and they don't have it there. Yeah, but that's good. You can. I can do whatever. Erzählen, was du willst. Yeah. Sag ihm das mal. Also, okay, da you can you can say whatever you want now because your wife is not. Oh, it's listening. Okay, huh? Yeah. Ich bin spitz. Yeah. Okay. Okay, Dave, man sagt eigentlich, dass du keine Starallüren hast. You have nothing. You stayed a good, easy boy. You have no sense of being a star. You're all you're the same old trucker. Du redest nur so lange, wo ich ganz kurz frage. Ja? Yes, I think that I've always wanted to just be me. Yes. And yeah. I think I'm kind of like him. You know, he's just what you see is what you get, and I like it. You know. Er sagt es genau wie du, ganz immer gleich. Good man. Einfacher, guter Mann. Ganz einfach, stupid. Immer sehr nett, immer sehr nett, gell? Und nett zu allen Leuten. Nett zu allen Leuten, ja. Yeah. Okay. Danke. Also a little gaga, like we all. Yeah. Him. Yeah. You have a new song, not 6 days on the road, sondern no. 7 days on the road. No. 1 week on the road. What? No, this is a song about I'm not going to truck anymore. It's a song I'm not going nicht to go mehr truck. Oh, Fahrer sein. Yeah. Okay. I'm going home, it's called. I'm going home. Nach but you don't go home, you are spitz, you no, must no. go. to your truck. Yeah, yeah. And now I say your title. That's the title, I'm going home. Thank you, Dave Dudley. Danke schön. Thanks. Alles klar. Danke, sehr netter Karl. You go to the truck. And now, Dave Dudley, with his new song, I'm going home. Sitting here and looking at the wonders of the world, and bouncing around and running on the byways and the big roads been the style. All this time I've been here wondering what the hell I'm doing here, but it will all be over now in about another 50 miles. Yeah, 30 years of living in this two-room shack I'm driving around the country has been the longest nightmare, bad dreams in this old driver's life. Worrying and trucking, making just enough to get us by. The kids have all left home now and I'm lucky, but I still got the wife. I'm trucking in, but I ain't trucking out. You can't believe I'm gonna hang it up.
No more Rolaids and Dole spills and big old smoking stacks. I'm going home and I ain't coming back. When I started moving on, I thought that I'd be moving on forever. Never even cared about the long nights in the back that always aches. I guess I never realized that I would ever pay the price for sitting and a-swearing in a big old truck that always shakes. Now Smokey won't believe it, but my log is up and it's nothing damn near perfect. But I don't care, cause when I leave this rig, it's in that number 13 file. Hey, take a look at that. There's the ramp I'm taking home, and I'll be squeezing mama in just about another 20 miles. I'm trucking in, but I ain't trucking out. You can't believe I'm gonna hang it up. No more Rolaids and Dole spills and big old smoking stacks. I'm going home, and I ain't coming back. I'm headed home, and I ain't coming back. Yeah, I'm going home, and I ain't coming back. Eine Schauspielerin, ein junges, hübsches Mädchen, eine Amerikanerin, die gerade in der Dallas-Serie nicht nur die Geliebte, sondern auch die Ehefrau von Larry Hagman ist. Wir haben sie heute live hier. Es ist Kathy Podwell. Wow. Hallo. Nice to see you. Hallo. Hallo, Kathy. Oh, hello. Was wäre denn? Krieg meistens eine Grippe, wenn eine Frau mich küsst mit rotem Lippenstift, ja? Naja. Ja. Yes. Cassie, so, but your grandfather came from Germany? Yes. Yeah? Yes. And grandmother. Du bist die Frau, you are the wife from Larry Hagman, no? In the, here, you know this, this house? This house? Yes, very well. Habt ihr in jeder my Ecke? My second house. In jeder Ecke schon? No? He's leaving. Yeah, that's Dave. Dave Dudley is leaving us. You live here in that house, not real, only when you make a movie? Right. And the Larry Hagman, a few months ago we had him. Wir hatten ihn auch schon in einer small talk. You did? Yes, in Germany. Er macht da Joghurt-Reklame. Yeah. You know, he advertised yogurt. Für Geld frisst er alles. Oh, that's right, he told me. He told me. Yeah, he told you. He told me. He's a very nice man. Eh? He is. He's very nice. Is that your type? Ist das eigentlich so dein Typ? No. No. Larry is so different from JR, so it's hard to talk about JR and Larry as the same person. JR's not my type. Larry, he's a good guy. He don't not plays himself. Er spielt sich nicht selbst. Er ist also different, seine Figur ist anders als diejenige, die er spielt. Der wäre ja auch ein fieser Typ, nicht? Also, aber wenn er privat auch noch so genau eine Sau wäre. Ja? Privat ist er genau das Gegenteil. Privat ist er noch viel schlimmer, hat ja. 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 Private, he is worse, he said. Ja, yeah, you're right, no. Kathy, you live in L.A.? Right. All great stars live in Los Angeles, leben in Los Angeles. Sure. You don't make only the movie for Dallas, auch other? Well, before I got Dallas, I did some other work. I did some other TV shows. I don't know if you get in Germany, but Growing Pains, a lot of the sitcoms here in the States, sick? I did. Sick? Ist krank bei uns. Sick? Situation comedy. Ach, so, situation comedies. Right. You are two years in this ranch here? Yes. Zwei Jahre. And how long, wie lange müssen wir uns das noch angucken? How long we have to still have to see this? I don't know. There's one more year for sure. Yeah. For sure. In der Serie lernt sie den Larry Hagman kennen im Knast, in a jailhouse. Yes. Yes. He's sitting bull, sitting in a sitting im Knast, weil he. Was hat er gemacht? What has he done? Why is he in jail? Why was he in jail? Yeah. Well, it's so hard to explain. In America, there's the country. Yes. And in the backwoods of the country, a lot of things aren't accepted. And ich verstehe kein Wort, aber du siehst herrlich aus. He doesn't understand a word, but you're so pretty. Oh, sorry.
Have you a boyfriend? Sorry, I'm married. Husband. Married? Yeah. Married Christmas. Yesterday konnten hier, haben hier Leute geheiratet. Man kann hier für $2,500 im Bett von G.A., also die Nacht, die Hochzeitsnacht verbringen, wo du noch Geld für gekriegt hast, ja? Ja, ich weiß es. Sag, erzähl ihr mal, da hat sie noch Kohle für abgegriffen. $2,500, you can get married in this house in the bed of her. Yeah. You're kidding me. You never hear married? Yes. It's not a good place to get married. Not so good, yeah. Not too many marriages. Sie wechseln die Bettwäsche, aber. Yeah. What are you saying? They change the laundry. Right. For $2,000. You were any of us schon mal in Germany? Was I in Germany? Warst du schon mal in Germany? So, jetzt mal nicht übersetzt, da soll sie selbst drauf kommen. Ja? Have you been in Germany before? No, Munich, one day. We filmed Dallas in Austria. In Vienna, Salzburg and then Moscow last year. So Moscow. I went to... Und da habt ihr in Munich, weil es die gleichen Gebäude sind, ja? Nein, Landing Station and then to Austria and Moscow. In Moscow, you yeah. made Dallas. Yeah. So I only went to Munich. Wir sehen das ja alles erst 25 Jahre später bei uns. We see this only 25 years later, your shows, he says. Yeah. 25 years later. You're that far behind, huh? I mean, what we see 2 years ago, that's 27 years old. Right. Yeah. Almost. Yes. Hmm. Yes. Do you know the Bellamy Brothers? No. Bellamy Brothers? I mean, I know of them. I haven't met them. Very famous group. And the Bellamy Brothers now sing for us the old hit von diesem Lied. Das ist eigentlich eine Parodie, was bei uns Jürgen Drews schon mit Ein Korn im Feldbett gemacht hat. Singen jetzt die Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Die Bellamy Brothers und schönen Dank. That love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow. Smallest of dreams, and let your love show. And you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on the wing, and let your love bind you to all living things. And let your love shine. And you'll know what I mean. That's the reason. There's a reason. The warm sweet nights, and there's a reason for the candle lights. Must be the season when those love rides shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under its loving embrace. Just feel the thunder as it warms your face. You can't hold back. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on the wing, and let your love bind you to all living things, and let your love shine. Wir talken gleich weiter.
Wir fahren gleich weiter. And now comes commercial. Dent diagonal zeigt's an dieser Scheibe. Schräg geht unter den Belag. Schräg macht gründlich sauber. Mentadent diagonal hat schräge Borsten. Diese patentierten Borsten gehen unter die Belege und heben sie ab. Mentadent diagonal. Denn schräg macht gründlich sauber. Nein. Der Spaß am Bildermachen. Fuji Kameras. Aus dem traditionsreichen Hause Dahlmeier in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, der unverwechselbar ist im Duft. Dahlmeier Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Ein Genusserlebnis. Dahlmeier Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Etwas weniger Finesse? Manchmal braucht man etwas mehr. Finesse Shampoo behandelt das Haar nach wechselndem Anspruch. Entweder sanft auffrischend oder tief und gründlich reinigend. Ohne es auszutrocknen oder zu strapazieren. Manchmal braucht man etwas weniger Finesse, manchmal etwas mehr. Finesse Shampoo. Raffiniertes Haar von Helen Curtis. Peter Iljitsch Tschaikowskis 6. Symphonie, genannt Pathetik, mit den Sätzen Adagio Allegro. Der sensationelle Klang des Schneider Las Vegas zieht Musikliebhaber unwiderstehlich an. Schneider Las Vegas. Am besten sehen und hören. Starfrucht von Zott, der Fruchtjoghurt mit den extra großen Fruchtstücken. Piloten fahren privat einen Mercedes. Sie werden wissen, warum. Zahnärzte fordern mindestens zweimal täglich Zähneputzen. Aus zwei Gründen. Entzündungen gefährden das Zahnfleisch. Karies gefährdet die Zähne. Deshalb brauchen Sie zwei Spezialisten, die Zahnfleisch und Zähne sicher schützen. Wir empfehlen Morgens Aronal. Die schützt Ihr Zahnfleisch vor Entzündungen mit Vitamin A. Und abends Elmex, die schützt Sie vor Karies mit der wirksamsten Fluoridverbindung. Morgens Aronal, abends Elmex, der medizinische Schutz für Zahnfleisch und Zähne.
Ich will Schokolade. Ich will Sprengel. Denn für mich ist das Beste gerade gut genug. Sprengel. Rot, zart und sinnlich. In Frankreich ist ein Kristall Ausdruck für Leuchtkraft. Und Cristal Color von Garnier ist unsere Lieblingskoloration für leuchtend schöne Farben. Cristal Color pflegt ihr Haar und ist ganz einfach anzuwenden, denn es ist ein Color Creme Gel. Cristal Color gibt dem Haar einen natürlichen Ton und gepflegtes Aussehen. Und das Beste? Cristal Color deckt graues Haar natürlich ab. Cristal Color, das erste Color Creme Gel von Laboratoire Garnier. Knisprig und schmelzend zart. Jetzt auch in Kokos. Vienetta weckt die große Knisperlust. In May, around May 5th. May. You are Sir David, and that's the Howard Bellamy. Right. You make a very commercial and für Deutschland auch erfolgreiche Musik. And you go to Germany, to what towns in May? We go to Bielefeld and we go to West Berlin and Geiselwind, down near Nuremberg. And we're also going to Austria. You are the writer from the songs, that your brother Howard? We both write. We both write the music and the words. You also write the music? Yeah, we both write. Mm-hmm. You are not the same older? You are a little bit older than your brother? I'm a little younger. Younger? You look like a little bit older. He's a liar. Okay. Your other title, denn Sie haben heute zwei Titel hier, is, what's the title or name for me? I Need More of You. For me? Don't take that personal. It's not for me. Die Bellamy Brothers, I Need More of You. Burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. Changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. Been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. I need more. Changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. My rain into sun.
I need more of you. Also ein richtig schöner Schmusetitel, bei dem man sich etwas näher kommt. Näher gekommen sind wir uns auch schon vor einigen Jahren in Hamburg, in Berlin und sonst wo. Er ist Deutscher, wohnt seit einigen Jahren in Los Angeles, bekannt durch seine schauspielerische Kunst, Darstellungskunst und als Sänger, Rockpoet und Songwriter. Wir begrüßen einen halben Amerikaner hier jetzt auf das House von Grinch live und es ist Rainer Schöne. Egal. Bei dir muss ich mich echt mal hinstellen, weil du bist nämlich 5 cm größer. Wie machst du das? Du bist gewachsen in den letzten Jahren. Du hast zu viel Legemehl gefressen, Junge. Ja? Was für Mehl? Legemehl. Deine Mutter hat dich zu sehr gefüttert. Legemehl. Sei vorsichtig, meine Mutter guckt zu. Deine Mutter guckt zu. Das ist wohl die Einzige, die heute zuguckt. Ja? Ja. Mir reicht es. Mir nicht. Ja, wir es brauchen hohe Eins. Es regnet nicht, Alter. Erzähl mal ein bisschen von zu Hause. Dein neues Zuhause ist Los Angeles. Ja, wo gucke ich denn hin? Ach, da seid ihr. Du musst immer ein Rotlicht haben. Das merkt man noch aus deiner alten Zeit als Schauspieler. Du kannst ruhig reingucken. Rotwein wäre mir lieber. Ich bin Happy also hier. Komm, trink. Ja, ja, echt. Ja. Du hast mir gesagt, dass es echt verpönt ist in Amerika am helllichten Tag. Aber wir haben in Deutschland jetzt schon gleich 13 Minuten nach 9, 21 Uhr. Ja, dann kann man ja noch einen drauf trinken. Ne? Ja. So. Ich bin 1985 nach Los Angeles gezogen, weil diese Serie, diese Rückkehr zur Schatzinsel, Return to Treasure Island, da haben wir in der Karibik und in Spanien und in England gedreht für den WDR und für die halbe Welt. Für den WDR, das ist ein Sender, und für die halbe, der WDR, ach so, man, ist, der ja, WDR ist die halbe Welt, ja. RTL wird die Serie noch kaufen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich wir ganz schön. Wir senden ja nur nicht alles, ja. Da sollst du reingucken in die 1. Ach so, da soll ich die 1, das ist zwischen 0 und 2, die Kamera. Jetzt ja? Gucke ich meiner Mutter genau in die Augen. Ja. Schau, kann ich mal meine Freunde in der DDR grüßen? Deine Freundin in der DDR? Meine Freunde. Hast du denn einen Freund in der DDR? Meine, ja, darfst du. Du kommst ja. Meine Mutter ist mein einziger Freund in der 68 DDR. Ist ja. Er rübergemacht. Da bist du einfach bei einem Konzert in West-Berlin geblieben. Stimmt, ja. Ja? Mhm. Heute hättest du das nicht mehr nötig. Nee, es wäre aber vielleicht ganz gut, wenn man das umgedreht machen würde, wenn mehr Westdeutsche jetzt wieder in die DDR gehen würden. Oder DDR-Leute nach Hause kommen. Keine Angst haben. Da wollen dieses Jahr mehrere Millionen Urlaub machen. Ja? Futtern denen da die Bratkartoffeln weg. Sag mal, du wirst doch jetzt auch wieder in die DDR fahren und dort ein Konzert geben, nehme ich an. Ich würde gerne in der DDR, noch habe ich keine Einladung, aber ich habe von der DEFA und vom DDR-Fernsehen 2 Briefe gekriegt, denen ich auch geschrieben hatte, ob ich mal jetzt nicht wieder nach Hause kommen und da arbeiten könnte. Und die haben mir zurückgeschrieben, dass sie das gerne wollten, aber im Moment ist da so ein Chaos und sie wissen nicht, was und wie produziert wird, aber ich würde gerne. Apropos Schauspielerkarriere in Deutschland, du hast ja nun alles gespielt. Du hast mit Clint Eastwood einen Actionfilm gemacht, du hast den Hamlet, den Kotelett, den Omelett gespielt. Dann hast du eine Rockband gehabt, dann hast du in Hamburg auf St. Pauli gewohnt. Erzähl mal ein bisschen, bist du ein ruheloser Vagabund, der da mal ist und hier? Wahrscheinlich habe ich so ein bisschen was Unruhiges in mir. Das ist sicher richtig, sonst wäre ich ja nicht. Ich bin ja. Soll ich dich festbinden? Bitte, bitte, Karl, halt mich fest. Hier gibt es ja Handschellen meistens. Ja. Das ist wahrscheinlich richtig, aber wenn man in der DDR aufgewachsen ist, wo es damals sehr eng war, dann wollte man halt raus und dann ist man halt in der Bundesrepublik gelandet. Und ich war eigentlich am ersten Tag, nachdem ich abgehauen bin, von der DDR nach West-Berlin, war ich schon auf dem amerikanischen Konsulat und habe gefragt, wie wird man Amerikaner? Und da haben die mir gesagt, das ist zu schwierig und da habe ich mir gesagt, dann bleibe ich mal lieber da. Und jetzt bin ich, da winkt immer einer. So, du musst nicht zurückwinken, hier winken, wenn im Fernsehen winken viele. Nee, es ist ein Kameramann. Ach so, der Kameramann. Ja. Und ich bin ein bisschen unruhig, das ist sicher richtig. Aber ich habe komischerweise in Los Angeles jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass ich da eine lange Zeit bleiben möchte. Und aber, was weiß ich, in Germany. Wie lang denn noch? Du bist schon 48. Psst. Ich bin 52, aber nicht so laut sagen, lüg nicht, Karl. Du bist ein Jahr jünger als ich, das habe ich in deiner Info gelesen. Ja, du hast dich aber gut gehalten. Naja, im Gegensatz zu so einem Stetson sieht man auch viel jünger aus, nicht? Man kann sich auch eine gesunde Gesichtsfarbe ansaufen, da braucht man keinen Maskenbildner. Du hast ja immer den sympathischen Typen gespielt bei uns. Ja, bei uns. Aber wenn der internationale Film dich geholt hat, dann musstest du auch mal so einen Fiesen spielen. Die werden ja gerne deutsch besetzt, nicht? Als ich meinen ersten sogenannten Bad Guy, den Bösewicht, gespielt, hat mein Agent mich in Los Angeles gefragt, hast du denn schon mal einen Bösen gespielt? Und dann habe ich gesagt, ja, den Iago im Othello. Und dann hat er gesagt, das reicht nicht. Du hast so ein sympathisches Ding, die kriegst die Rolle nicht. Und hat dann meine Agentur den Klaus Kinski für die Rolle vorgeschlagen. Und dann hat aber die Fernsehfirma gesagt, der ist zu offensichtlich böse.
als Schauspieler. Ja. Und, aber privat ist das auch ein ziemlicher Holzender. Ja. Nein, das ist ein ganz lieber. Das ist nur sein Image wahrscheinlich. Aber das ist sicher ich richtig. Ich bin privat auch unheimlich nett. Ja. Habe ich gemerkt gestern. Habe ich gestern Abend gemerkt. Diese langen Tangenten, das kriegst du die eigentlich in jede U-Bahn rein. Das, ja, leg ruhig drauf. In Amerika habt ihr sowieso keine Kultur, kannst ruhig drauflegen. Das stimmt. Ja. Sind das jetzt Stiefel, Leasingstiefel, oder kannst du die schon kaufen von deinen Eltern? Nein, nein, am Himmels Willen. Die könnte ich mir gekauft nicht leisten. Ja? Die habe ich mir für die Sendung gemietet, aber RTL hat bezahlt. Aha, das ist ja das erste Mal. Dass die ja. Muss die wieder vom Tisch nehmen, meine Mutter macht das. Das Mädel, was du dabei hast, ist auch geleast? Nein, aber sie liest gut. Er ist ein Schuft, er ist ein alter Schurke. Ich habe nun alle deine Frauen im Laufe der Jahre nun persönlich kennengelernt. Jedes Mal freundet man sich mit denen an und dann ist wieder alles Banane. Das kann man eigentlich nicht. Ja. Ja. Na, diesmal kannst du dich richtig lange und gut mit ihr anfreunden. Okay, für 3 Tage. Ja, das fand ich gut, nicht? Komm raus, Francesca, hau dem Karl eins auf die Mütze. Francesca, die versteht zum Glück kein Deutsch. Aber so viel Mädel. Deutsch versteht sie schon. Also versteht sie schon. Sie sieht das an deinen Augen. An meinem Auge sieht sie das. Sag mal, Rainer, keiner singt Rainer wie Rainer. Du hast uns natürlich einen Song aufgenommen. Wir wollen deine Gesangskarriere wieder aufleben. Denn bei uns in Deutschland ist es ja so, dass auch Schauspieler doppelgleisig laufen wie jetzt, Mario, also seit ein paar Jahren. Marius Müller-Westernhagen oder Grölemeier. Warum sollst du nicht Schauspieler sein und singen? Du hast uns ein Lied aufgenommen, was du selbst komponiert hast. Ich habe einen Text und eine Musik geschrieben. Das ist mein erstes englisches Lied, was ich aufgenommen habe. Seit ein paar Monaten fange ich wieder an zu schreiben und schreibe jetzt auch englische Titel. Und habe es eigentlich für euch aufgenommen. Für uns. Und heute sehen ca. 5 Millionen weltweit über alle Satelliten und Schüsseln. Rainer, schöne, gehst du mal, wie heißt denn das Lied? Jetzt, wo du auftrittst, kommt die Sonne raus. Und ich habe einen nassen Arsch. Ich habe doch gewusst, dass meine... Guck dich das an. Ja. Die haben mir versprochen, dass die... Dass die Kissen abgetrocknet werden. Was meinst du? Ich habe auch einen nassen Arsch, ja. Meine, ihr habt nasse Füße, ich habe einen nassen Arsch. Den Leuten steht das Wasser bis zum Hals. Was verlangst du denn eigentlich? Das heißt, ich schmeiß dich da in den Pool. Das Rainer Schöne. Wild, Wild Rose of Texas. All the dudes drop dead when you walk through the door and the girls got icy eyes. The bouncer checked your ID and the guys check you out their desire. Undisguised. You were energy on heels, you were hot and you knew it. You were more than dressed to kill. Then you turned around, locked your eyes with mine, and I swear my heart stood still. Here in this rock and roll joint in the heart of Hollywood, where the sunset's tripping the nightlight of LA. This rock and roll joint in the heart of Hollywood, where this wild, wild rose from Texas made my day. Then the drummer of your band put his arm around my shoulders and he introduced me to you. I lifted you over my head and you got dizzy cause you had a glass too many or two. But I didn't wanna let you down cause I could feel your body heat in my hands. And I didn't realize all the envious eyes of the boys from 25 bands. Here in this rock and roll joint in the heart of Hollywood, sunset's trip is the nightlight of LA. Here in this rock and roll joined in the heart of Hollywood, where this wild, wild rose from Texas made my day. Here
Wir brauchen dich noch. Du weißt, dass du jetzt... Du bist ja... Nee, bleib ruhig hier sitzen. Ist ja egal, wie man sitzt. Ja, hier setze ich mich nie wieder hin. Du, wieso? Das ist doch jetzt aufgesogen. Ja, den könnt ihr haben. Schmeiß den Leuten nasse Füße. Wie gehst du mit deinen Fans um, mit den drei? Den gebe ich was Nasses. Ja, wir haben nämlich jetzt einen Amerikaner. Ich habe das jetzt so weit aufgesogen, dass der sich dahin... Man nennt ihn noch Plüschauge. Das ist ein berühmter Schauspieler. Im Augenblick, seit vorgestern, ist in Deutschland ein Film angelaufen, Lambada, Set the Night on Fire. Und wir haben den Hauptdarsteller hier, J. Eddie Peck. J. Eddie, Hello. Okay. That's my wet seat. Ein berühmter draufgesessen, ein prominenter sit on that place. That's... Myself, you know? I said... He said he has a famous ass and he was sitting here. Oh, yeah. Really? You know, Reiner dressed me today, as a matter I dressed of fact. You? Yes. Yeah. Oh, yeah, actually, that's true. I wore the white shirt so they could tell us apart. Ich hätte ihn angezogen, behauptet er. He's a nice guy. Oh, yeah. Wir sind gestern zusammen hierher geflogen. Yeah. Aber er hat kleinere Füße. Mit der Never Come Back Airlines. Ja. Oh, ja. Ihr habt einen Deal mit denen. Es ist eine Show. So, J.R. Eddie Peck. Er ist ja nicht nur Schauspieler des neuen Lambada-Films in Deutschland, sondern er ist auch Schauspieler, der hier in der Dallas-Serie eine Rolle gespielt hat. You're not only an actor. In Dynasty, das ist bei uns der Denver-Clan. Und auch im Knight Rider. The Tommy. I played Tommy McKay on Dallas. And in Knight Rider? Knight Rider, I just did a guest star on Knight Rider. Er hat also eine Gastrolle in einer Episode von Knight Rider gespielt. Aha, okay. Die Serie schauen wir uns ja schon seit Jahren an. Die ist so gut gemacht, dass man die immer wieder vergisst, wie die Handlung ist. Welche? Knight Rider? Knight Rider mit David Hasselnuss, der gerade in Deutschland ist. Kleine Dimme. David Hasselnuss. Knight Rider. It's kind of a Karl Lauer. No. Don't answer. Ich heiße nicht Karl Lauer, ich heiße Karl Dall. Jetzt, my name is not Karl Lauer. Oh, okay. Wir zeigen jetzt mal ein kleines Stückchen aus deinem Movie. Und zwar Lambada. Can I see the clip? Set the night on fire on the powder. Von Cosinus Theta plus und das Quadrat von Sinus Theta ist gleich 1. Ist das eine synchronisiert? Das ist die Erklärung für die Relation und das Theta-Symbol steht für den Winkel. Alles klar? Gut. Solltet ihr nicht vergessen, das ist die Schlüsselgleichung. Im Prinzip ganz einfach. Was wissen wir über das Theta-Symbol? Theta ist ein griechischer Buchstabe. Wie so oft in der Mathematik werden griechische Buchstaben als Symbole. I like you.
Lambada, der neue Ausdruck von Lebensfreude. Is that your first great action role, Belang, Rolle? Ist das da? Ist, was jetzt nicht dort? Is it your first big action role? No, it's actually, I did a film called Dangerously Close a few years ago. Gefährlich nah war sein that was the first one? Yes, that was my first film, and I did a film called The Curse 2, The Bite, okay, which is being released soon. Der Fluch 2 hat also schon reichlich rumgetobt. Du spielst dort ein, you played on a teacher, who make the girl in the first row of your classroom, Lambada and so on. Hm? Findest du das gut? He spoke English with you, so. Yes. Oh, yeah, that's... It just dawned on me at the latter part of the conversation you were speaking English. We're on the air. Dass der Lehrer mit seinen Schülern was anfängt. So he's hit on his students, the teachers. No, actually, the student was hitting on me. I was being professional. Yeah. She hit on so, me. There was a little bit of involvement, but no real involvement. I'm a married man. It's no ambition. A married man? I'm a married man. Are you a married? I'm married. I have a 9-year-old son. Er hat einen 9-jährigen the character. 9 years? 9 years old son, yes. How old yourself? Me? Yes. 22. 29. 31. Well, this is not Scotchfield. You can't, you know, actually. 31. 22, 31. Are you married? Das ist ja irre. So was kennt man ja gar nicht in diesen Kreisen. Man denkt immer so, a lonely boy, denken alle. Das ist auch not good. People are married. Not good for the fans, G. Eddie. Oh, really? You lost, I thought they'd like it if I thought they'd like it if I got married. Die Leute stehen drauf, dass verheiratet ist, oder? Ah. Well. Die Leute stehen. Wo stehen sie denn noch drauf? Die stehen zum Beispiel auf dem grünen Rasen von Miss Ellie und sie tanzen vor der Garage. You have für Lambada Groupie Group. Yeah. Yes. I like group. You must show me. Come on. Wait. I'm gonna show you how to Lambada. Hey, you show Carl. Me I'm Lambada. I'm gonna show you how to Lambada. Mit dem nassen Arsch, das geht ja. Carl Lambada. All right, Carl. Okay. Okay, the first thing about Lambada is... Wait. Okay, I am the girl now. No, wait. We need a girl. Have you a girl? That's a good. Gina, come here. Gina must show me that I... dance Lambarine. I'm gonna show you Lambada using Gina. Hi, Gina. Hi. Hi, Gina. Hi. Du auch, hi. Alle, hi. Ja. Ja. Okay. She's good. Good, no? Oh, was im Moment am Angebot im Regal ist. Ja. Okay. Okay, so Lambada is all in the hips, first of all. Okay, so you have to turn like this. Lambada, and she's gonna dance here with me. Das ist ja wie bei den dicken Touristen auf Mallorca. First thing, you gotta loosen up. Loosen up your knees. You want to stay spread like this. Yes. Right? Knie auseinander. Ich habe einen genagelten Hüftknochen, sagen das mal. Okay. So we're going to nail in his hip. Okay. A nail? Okay. So, first go 5, 6, 7, 8. Bum, 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 bum. I want to dance with Gina. Come on. What? What? All right, Gina. Show me the way. I do the music. Bum 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 bum. Hey, that's not bad. Oh, once more, once more. Bum 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 bum. Okay. Sorry. Gina, you dance with the group Lambada. Thanks very much. Thank you. We see now the original Lambada group from... Okay. Okay, thanks, Gina's going to dance with me. Come here, Gina. Show us Lambada. Oh, yeah. I'll do that little routine and I'll turn you over. So, jetzt ziehe ich mich wieder zurück, vermute ich. Oder willst du noch mit ihm noch weiter? Okay. Chorar, chorando se foi quem um dia.
Herzog zu Sachsen, Graf von Askanien, Prinz Frederik von Anhalt, seines Zeichens Wohnsitz in Hollywood, ist heute live hier, Ehemann von Chacha Gabor. Seine Gattin musste er zu Hause lassen, aber er selbst ist live hier. Prinz Frederik von Anhalt! Seine Hoheit. Hoheit. Hoheit, der Prinz von Anhalt. Ja, da, in der Mitte. Hoheit, in der Mitte. Auch in Arsch. Prinz vom Anhalter. Von Anhalt. Vom Anhalter Bahnhof. Prinz Frederik von Anhalt. Ich muss ein bisschen was wissen, ich weiß so wenig über Sie, Hoheit. Ist doch genug geschrieben worden in Deutschland. Sie müssen auch wissen doch, dass der einzigste Skandalbrenz aus Deutschland. Meinen Sie die Geschichte, wo Sie adaptiert wurden, genau, von der alten, genau, Gräfin, genau. Prinzessin für eine Million? Für eine Million Cash. Ja, was sie aber denn nicht bekommen hat. Richtig. Dann hat sie, haben Sie Hoheit dann eine Frau geheiratet, eine Immobilienfrau, die gerne adlig werden wollte. Genau. Ihnen 1,5 Millionen D-Mark gegeben hat, aber das Geld dann nicht weitergeleitet haben sollten. Damals. Sie hat sich weitergeleitet? Nein, an Sie. Und Sie sollten der alten Prinzessin die Millionen abdrücken. Dafür hat sie ja Sie adaptiert. Also das stimmt nicht, ja. Das will ich mal sagen. Erstens mal waren überhaupt keine Millionen im Spiel. Zweitens hat die Dame damals, 82 Jahre alt, von mir eine Leibrente gekriegt auf Lebenszeit für 2000 Mark im Monat. Also das stimmt schon mal gar nicht mit den Millionen. Ach so, aber also man nicht alles liest man liest nicht glauben, was die Presse schreibt. Ja, okay, dann wollen wir das jetzt richtig stellen. Richtig. Ihr bürgerlicher Name ist Robert Lichtenberg. Sie haben ein Steakhouse, selbst Steaks gebraten in Aachen. Richtig. Und eine Sauna mit etwas zwielichtem Ruf in Dortmund Na, geführt. Na, nicht so ganz. Waren Sie schon mal drin? Nee, eben nicht. Ja, warum können Sie das sagen? Man liest ja so viel, eure Hoheit. Sie dürfen nicht, was die Presse... Wir können es ja jetzt im Moment nicht, aber es ist irgendwie so kleine Geschichten, so eine leicht dubiose, wie sagt man, dubioses Image haben Sie doch nicht? Gut so. Das dubiose Image hat mich ja nach oben gebracht. Sonst würde ich heute hier nicht sitzen und wäre auch nicht in Hollywood. Ne? Ah ja, Hollywood. Sind Sie denn jetzt der ehelichte Mann von Chacha Gabor oder ist das auch nur eine Zeitungsente? So wie es die Presse schreibt, das wird wohl richtig sein. Wir sind verheiratet, jetzt 4 Jahre. Und sehr glücklich verheiratet sogar. Stimmt das, dass Ihre Gattin also die Tagessätze nicht zahlen konnte, um in den Knast zu gehen und dann als Putzfrau arbeiten musste? Das sollten Sie ihr selbst sagen oder sollen Sie selbst fragen. Da wird sie Ihnen nämlich gleich eine Ohrfeige verpassen, wie sie das mit dem Polizisten gemacht hat. Hm? Aha, und dafür hat sie ja dann diese kleine Strafe bekommen. Sie hat die kleine Strafe bekommen und hat dafür gerade jetzt vor 2 Wochen 1,5 Millionen bekommen von 3S Ice Cream von Commercial, der aus dieser Sache rauskommt. Ist ja auch ein schönes Geschäft, ne? Ja. Partizipieren Sie auch davon? Natürlich, ich bin ja der Ehemann. Ah ja. Okay. Sie sind gelernter Bankkaufmann, also können Sie gut mit Kohle umgehen? Natürlich. Sie sind geboren irgendwo im Württemberg, Wallhausen? Richtig. Waren Sie das letzte Mal schon wieder da? Ja. Wie oft? Zweimal im Jahr bin ich da. Ja. Sie waren ja vor ein paar Wochen beim Flitterabend mit Ihrer Gattin. Vom Flitterabend, richtig, ja. Warum haben Sie heute nicht mitgebracht? Sitzt sie? Nein, sie filmt gerade. Ach, sie filmt. Sie sitzt zu Hause, aber sie filmt gerade. Ah ja, okay. Ja. Wie geht so eine Ehe, das ist doch ein gewisser, wie sagt man, Unterschied an, nicht nur altersmäßig, sondern auch vom Niveau her? Warum altersmäßig? Wie kommen Sie altersmäßig? Warum altersmäßig? Ein Alter spielt doch bei einer Dame überhaupt keine Rolle. Wieso altersmäßig? Warum? Ja, Sie sind ja nun wesentlich älter, sind Sie. Ich bin älter, ja, wie meine Frau, richtig. Stimmt, meine Frau ist jünger, ja. Dass Ihre Frau so ein bisschen am Geburtsdatum rumradiert hat? Wie alle Frauen tun, das tun die doch gerne im Showgeschäft. Ne? Meine Frau radiert noch nicht. Na, geben Sie. Ja. Da geben Sie ihr mal ein Radiergummi. Hoheit ist aber geil, ja. Wie? Hoheit ist geiler. Ja. Da steckt's dir. Ja, Hoheit. Verlangen Sie jetzt, dass man Hoheit sagt, oder kann man, wenn man also so einen kleinen Intus hat nachher, wenn wir da in der Saus vor Grenzstein, in dieser Hillbilly-Bar, kann man dann ruhig auch mal Robert sagen? Herr Dahl, Sie können alles von mir sagen. Ja? Sie können alles von mir sagen. Ja. Wie lange sind Sie denn jetzt schon hier im Hollywald? Ich bin 8 Jahre in Amerika und seit 4 Jahren verheiratet. Wir haben jetzt unseren 4. Hochzeitstag. Mhm. Kinder? Kinder keine. Mhm. Warum nicht? Warum? Warum? Kinder sind immer ein Problem. Ja. Okay. Gerade in Amerika.
In Amerika sind Kinder ein Problem, aber sie sind doch wichtig für die Fortpflanzung, Hoheit. Das sind genug, die das täglich sich immer wieder vermehren, gerade hier in diesem christlichen Land. Das Haus Anhalt ist doch bekannt für die Vermehrung. Die Anhaltiner vermehren sich doch so sehr. Also warum brauche ich das immer? Das nicht nur die Anhaltiner, auch die Andalusier. Die Andalusier auch, ja. Was ist jetzt zum Beispiel so Ihre Berufsbezeichnung? Meine Rufsbezeichnung? Berufsbezeichnung, nicht Rufsbezeichnung, Berufsbezeichnung. Also wenn ich nach der deutschen Presse gehe, die deutsche Presse schreibt Ehemann. Ehemann, ja. Mhm. Stimmt es, dass Hans-Hermann Weyer, der übrigens heute in einer Woche in unserer Talkshow auftritt, dass der Ihnen diesen so ein bisschen geholfen hat dabei? Also Hans-Hermann Weyer kann mir gar nicht helfen. Hans-Hermann Weyer, ich habe mit ihm überhaupt nichts zu tun. Ach, nichts zu tun? Na, ich gebe mich eigentlich nur mit intelligenten Leuten ab. Also mit uns zum Beispiel? Mit Ihnen, ja. Genau. Deshalb sitze ich ja hier. Sonst wenn ich nicht wüsste, dass Sie intelligent wären, wäre ich nicht gekommen. Was ist denn mit Rainer Schöne? Was halten Rainer Schöne auch, natürlich. Ja. Wir haben uns schon unterhalten. Und alle anderen sind Doofies, die hier sitzen? Nein. Da habe ich ja gar nicht. Wir sprechen ja nur von Hans-Hermann Weyer. Ja, auch Weyer. Okay. Auch Weyer. Was ist Ihre Berufsbezeichnung? Sie reisen viel durch die Welt. Meine Berufsbezeichnung, ich will genau sagen, Berufsbezeichnung. Ich habe jetzt in Amerika meine eigene Sendung. Wir starten ab 15. Juli. Ich habe bei KSCI habe ich Sendezeit gekauft. Wir senden von morgens 9 bis 10 Uhr. Ich habe meine eigene Show. Ich bringe ein deutsches Magazin hier in Amerika, wo ein Riesenbedarf ist in Amerika für deutsche Berichte. Leider hat es bisher keiner angepackt und die Amerikaner selbst tun es nicht, weil welche Amerikaner interessiert sich für Deutschland? Und deshalb, ich als Deutscher, bringe ein deutsches Magazin nach Amerika. Wir starten 15. Juli und es wird eine gute Sache. Und okay. Das ist an für sich das, woran ich jetzt ganz hart arbeite. Okay, ich weiß nicht, ob Sie kennen, eine reizende Dame, wir bleiben alle noch in der Talkrunde. Ich kenne viele reizende Damen. Höchstwahrscheinlich hat sie auch den IQ, den man in ihren Kreisen braucht. Hoheit, es ist Audrey Lenders und sie singt uns erst ihren Titel Shadows of Love. Audrey Lenders! Beginning to clear.
Direkt aus Giards Schlafzimmer. Dafür sieht sie noch sehr gut aus. Ja. You understand me? Ein bisschen, ein bisschen. Da oben ist das Schlafzimmer von Giard. Das könnt ihr auch mieten. He said, came from the bedroom, Giards bedroom. He just said the truth. It's the truth. It's the truth. Your mother, Ruth, is a half German, and you understand me a little? Ich verstehe ein bisschen. Ja. Aber meine Mutter ist nicht dabei. Ja. Oh. Nein, mein Mann ist dabei. Your husband, ein sehr netter. Er sieht aus wie Rambo Stallone. Das ist ein. He would like to hear that. Er würde das gerne hören. I'm not so sure about that. Ich habe mal gehört, dass your husband dich kaum sieht. Thank you. Your husband. He rarely sees. Sieht dich höchstwahrscheinlich nur so 25 Tage im Monat. 25 days a month. We are away from each other? No, just together. Oh, that would be nice. Actually, we have a very romantic marriage. Sie haben eine sehr romantische Hochzeit. So. Yes, we live, I live in Los Angeles, and he lives in New York, and we fly all over the world to see to be together. Und sie bringen der Lufthansa eine Menge Kohle. Er lebt in New York, sie in Los Angeles. Okay. Why? My work is mostly in Los Angeles and his is mostly in New York. Also er macht die Kohle in New York und sie macht sie da mit Dallas. Where's the romantic? If you live in Los Angeles and New York, where's the romantic because life? Because we fly all over the world to be together. Sie fliegen gerne, das ist der romantische Teil. Ich bin auch schon mal von der Schule geflogen. He was kicked out of school. Oh, I don't think Lacher, so. Lacher. Die Leute Lacher, Lacher. Nein, nein. Ihr seid alle jetgelaggt. Die schlafen mir langsam alle unter den Händen weg, denn in Deutschland ist es jetzt 21 Uhr 47. Wir überziehen schon, wie Overdrive. Audrey, es war deine neue LP, Meine Träume für dich, und that was the title. When you also come very often in the year to Germany? Yes, maybe two times, three times in the year. Yes. Dreimal im Jahr kommt sie. And you also Deutschland ist mein zweiter Heimat und Dallas ist mein dritter. Jetzt machen sie auf. Das geht an unser Gemüt. Audrey, ich danke dir, dass du da warst. We see us later. In the moment in the saloon, you must go today home too. Yes. Where's your home? Today I go to Los Angeles. That's Castro Brauxel for America. Well, I don't translate that. Wer sagt denn, dass Castro Brauxel schlecht ist? That's the Bakersfield of America. Ja, ist so. Ich liebe Castro Brauxel. Unsere Hoheit sich an für Minderheiten. Was ist denn so schlecht an Castro Brauxel? Hab ich das denn gesagt? Na, natürlich. Wait, I don't understand. That's good. Just say I'm spitz, that's what he wants to do. So, meine Damen und Herren, bevor uns der Satellit wegkippt, und der Satellit kippt gleich weg, den haben wir nur gemietet bis 8 Minuten vor 22 Uhr in Deutschland, verabschiede ich mich noch mit einem Lied. Bedanke mich bei allen Talkgästen, bei unseren Leuten, die so gut durchgehalten haben von der Reisegruppe von Meyers Weltreisen. Take place, you must hear my song, und zwar Home on the Range. On the Range. We're sitting? Yeah. Oh, give me a home where the buffaloes roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. How often at night, where the heavens are bright,
this light from the glittering stars. Have I stood there amazed as I asked, as I gazed, if their glory exceeds that of us? Home, home on the ranch, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Ja, und damit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns hier endgültig von das Haus vor Grenz. Es war eine einmalige Sendung. Ich denke, dass wir sowas nie wieder hinkriegen. Hallo Martina. Lauter Freunde oder die noch Freunde werden. Wir bedanken uns bei dem gesamten Team von RTL Plus, bei der Managergruppe von das Haus vor Grenz, bei Meyers Weltreisen und American Airlines. Und ich denke, wir werden jetzt noch 5 Stunden oder 7 Stunden länger feiern können als in Deutschland. Home, home on the ranch, there's a deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Where the deer and the antelope play, where seldom is heard.